Aber jetzt noch nicht. Wir fangen erstmal mit dem Tag heute an. Und der begann für einige mit einem dunklen Erwachen. Denn am Morgen gab es eine Großrazzia in und um Berlin. Gesucht wurden illegale Waffen und Waffenschmuggler, die vermutlich auch kriminelle Clans beliefert haben. Und um diese gefährliche Ware aufzuspüren, waren fast alle SEK-Kräfte der Stadt im Einsatz. Überall könnten Waffen versteckt sein und so ist die Polizei überaus gründlich bei der Suche. Auch Spürhunde kommen zum Einsatz. Schon sehr früh rücken die Polizisten an, ab 6 Uhr beginnen die Durchsuchungen. Damit niemand gewarnt werden, keiner Beweise vernichten kann, beinahe zeitgleich an mehr als 20 Orten. In Wohnungen und Kneipen sucht die Polizei nach illegalen Schusswaffen. Der Einsatz richtete sich gegen internationalen illegalen Waffenhandel, also sprich Waffenschmuggel. Dadurch, dass in diesem Bereich auch damit zu rechnen war, dass unser Gegenüber bewaffnet ist, also mit scharfen Schusswaffen, haben wir Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen, ein Spezialeinsatzkommando, und haben es entsprechend eingesetzt. Die Schmuggler sollen Pistolen aus der Slowakei nach Deutschland gebracht haben. Dort kann man relativ leicht an Schreckschusswaffen kommen, die nur unscharf gemacht wurden. Heißt, der Lauf wurde verengt oder verschlossen. Relativ einfach lässt sich das auch wieder zurückbauen. Aus Luftdruckpistolen werden gefährliche Waffen. Wir haben in den letzten anderthalb Jahren über 70 solcher umgebauter Schusswaffen, die also von dem Kleinkaliber 4 mm wieder auf 9 mm umgebaut, also hochgerüstet worden sind, über 70 solcher Schusswaffen bei diversen Straftaten sicherstellen können. Unter anderem bei Drogenhändlern wurden in den letzten Monaten umgebaute Waffen beschlagnahmt. In der Spandauer Bar finden die Ermittler nichts. Bei den Durchsuchungen werden insgesamt nur 4 Waffen gefunden und der mutmaßliche Waffenimporteur und ein Zwischenhändler verhaftet.